Ja, moin. Jetzt wird's very scary. Nee, das wollen wir nicht sehen. Dieses Atari-Schloss da im Hintergrund, du. Ja, ich glaube, das wäre das erste Video jetzt. Obwohl ich schon andere Sachen vorher aufgenommen habe. Aber ich glaube, das wäre das erste Video. Beim Ant-Man Spooktober. Und da wird es jetzt wahrscheinlich... Ne, haben wir nicht geschafft. Da wird es jetzt wohl wahrscheinlich ein paar Castlevania-Teile geben, wa? Sagt er und hat schon keine Ahnung wie viele fertig aufgenommen. Also freut euch oder nicht. Lasst schon mal die Downvotes heiß laufen. Lasst schon mal die Downvotes heiß laufen, Betameter. Und ab geht die wilde Fahrt. Ups, guck mal hier, findet einfach alle Secrets. Und dann diese versteckten Geldsäcke, den ich jetzt gerade verpasst habe, ganz am Eingang, bevor man zum Schloss reingegangen ist. Hätte man nämlich ganz knapp bei der Tür, müsste man springen. Guck mal hier, direkt 1000 Punkte. Ganz knapp bei der Tür müsste man springen. Und dann hätte man 1000 Punkte, glaube ich, gekriegt. Guck mal, so einfach geht das. Ich weiß gar nicht, ob das mit Punkten zusammenhängt oder wie viele ich von Gegnern mit einer Subweapon erledigt habe. Und bei bestimmten Punkten oder bei bestimmten Gegnern, die getötet wurden von einer Subweapon, gibt es dann diese Zahl, oder? Und die Zahl macht, dass ich mehr Subweapons auf ein Screen haben kann, also dass ich das öfter werfen kann. Normalerweise kann ich immer nur eins zur Zeit werfen, so wie jetzt gerade. Okay, nee, das müssen wohl Punkte sein. Das muss nicht mal mit der Subweapon. Weil den Typen habe ich ja gerade mit der Peitsche erlegt. Und mehr auf einmal meine ich das hier. Ansonsten müsste ich nämlich warten, bis das Feuer ausgegangen ist, damit ich eine neue Holy Water werfen kann. Und so kann man schwuppdiwupps kann man das hinkriegen. So. Da wollte ich den Skip zeigen, machen wir aber eh nicht. Selbst wenn ich ihn gezeigt hätte, wäre ich wieder runtergegangen. In so eine Schummelscheiße waren wir hier nicht, ne? Ich bin ja Pro-Gamer. Bin ja Gott-Gamer. Sowas gibt's bei mir nicht. Da wäre eine Uhr gewesen, die will man nicht. Guck mal, hier ist noch ein Secret. Hier, ich bin Gottgamer, siehst du? Gibt's einen Sack. Bring, glaube ich, 2000. Ne, 1000. Shit, ansehen. Ansehen im Keller. Ansehen direkt im Keller. Direkt im Keller bei den Merman. Da unten ist mein Ansehen. Uiui. Voll nützlich. Ja, da wollen wir nicht. Ich kenne übrigens nicht alle. Natürlich kenne ich nicht alle. Natürlich vor allem. Kenne ich nicht alle Secrets hier. Die meisten kenne ich ehrlich gesagt auch nur durch Harmony of Despair. Falls einer das kennt. Die Axt habe ich übrigens absichtlich angesammelt, weil wir wollen ja nicht erschummelte Dingens haben. So nicht. Ja, kann man nämlich auch so leicht erlegen. Dafür brauche ich kein Holy Water. Ganz wichtig, immer schön im Sprung einsammeln. Kenne ich alles aus Harmony of Despair. Das ist ein Online-Spiel. Also kannst du auch offline spielen, aber kannst du online im Multiplayer zusammenspielen. Ein Castlevania-Spiel mit Grind-Elementen. Und die 12. oder 11. Map, es gibt 12 Maps. 12. oder 11. Map ist,
das gesamte Spiel Castlevania 1 kannst du dann, ich weiß nicht, warum da jetzt nichts drin war. Eigentlich ist da ein Sack drin. Kannst du das gesamte Castlevania 1 durchspielen. Mit Charakteren wie Soma, Richter, Alucard, hier den 8-Bit, Simon gibt's auch. Aber ich habe natürlich immer Richter genommen. Richter und Soma fand ich am besten, wobei Soma auch ein bisschen... war ein bisschen einfach mit Soma, weil er hat seine Soul-Fähigkeiten gehabt. Und er konnte alles, ne? Der konnte sich hochschieten mit dem Yorick-Kopf. Also es ist das Skelett, was seinen Kopf vor sich her tritt. Und so konnte er Sachen, die zu hoch waren, überspringen und solche Sachen. Schweben konnte er auch. Guck mal, hier gibt's noch einen Trick. Kann ich so machen, dann ist man direkt hier oben. Aber so machen wir nicht, ich bin ein Pro-Gamer. Ich bin Gott-Gamer, so das mache ich nicht. Ist hier nicht noch irgendwo was? Nee. Hier war auch nichts. Hier irgendwo war da. Ja, genau. War es das, was ich wollte? Oder war hier nicht irgendwo ein Sack noch? Der war es nicht, oder? Und es gab noch einen Exploit, so. Exploit hört sich so an, als wenn man da einen Nutzen von hat. Also man hat in gewisser Weise einen Nutzen davon, aber nicht so, dass man sich Items erschummelt oder so, meine ich. Es gab einen Exploit im Spiel, und zwar gab es auch Items, die du bei dir tragen konntest, also in Harmony of Despair. Es gab einen Trank, den du nutzen konntest, der AOE-mäßig auch alle, die in deiner Nähe waren, geheilt hat. Und du konntest, shit, den wollte ich eigentlich nicht. Das war ich zu sehr in Gedanken hier. Und du konntest auch mit einem Item Mitspieler wiederbeleben. Wenn die nämlich gestorben sind, sind die als Skelett rumgelaufen. Also die diese Knochen werfen. Und wenn man ineinander stand, also zwei tote Mitspieler stehen ineinander. Wie ging denn das noch? Sie stehen übereinander und dann musst du das Item nutzen. Und wenn ihr zur selben Zeit das gedrückt habt, den Knopf, also mit Internetverbindung und so weiter und so fort, ne? Also mit Latenz. Wenn man das in exakt selben Moment gedrückt hat, irgendwie, konnte man das exploiten, dass du dann zwei Typen gleichzeitig oder halt mehrere direkt wiederbelebt hast. Ja, die haben wir uns jetzt einfach gemacht mit dem Item, ne? Ist ja eigentlich nicht so der God-Gamer Way of Life, aber naja. Ist ja nur Medusa, die ist ja easy zu machen. Da muss ich ja meinen gigantischen Internetschwanz nicht rausholen. Den holen wir nämlich raus bei Frankie Boy. Indem wir den normal machen. Weil tatsächlich ist das ein bisschen so wie... Natürlich werden einem die Tools hier gegeben und so, ne? Aber zum Beispiel den Tod. Also den Boss, den Tod. Ups. Oder, Frankie Boy. Die mit Holy Water zu machen, ist so ein bisschen wie Metal Man mit Metal Blade zu machen. Easy. Was willst du tun? Guck mal, Pro-Tipp.
Könnt ihr euch gerne abgucken, wenn ihr wollt. Du. Komm mal her. Easy. Aber eigentlicher Pro-Tipp, den ich sagen wollte, ist, da gerade auf der... Oh, gut, dass ich das nicht gekriegt habe. Auf der Treppe stehen bleiben, weil auf der Treppe habt ihr keinen Knockback, wenn ihr getroffen werdet, ne? Da wird man dann nicht in die Abgründe reinkatapultiert. Oh. Oh, sexy Lady hier. Castlevania-Spiele sind ja gut, ne? Also, die Classic-Vania-Spiele finde ich auch ziemlich gut. Obwohl ich die bis vor kurzem, ehrlich gesagt, sogar noch ziemlich scheiße fand. Was heißt bis vor kurzem? Keine Ahnung, 10 Jahre oder so. Wo ich Let's Blaze angefangen habe, da fand ich die nicht so geil. Also 2008 rum. Oder 9. Da habe ich die mal gespielt und da habe ich gedacht... Ja. Macht ja doch Spaß. Ist ja doch gar nicht so ein Codespiel. Aber die Igavania-Teile, die fand ich immer schon gut. Aber worauf ich hinaus will, ist... Kann ja über Castlevania sagen, was man will, macht Spaß und so, ne? Aber... Die NES-Teile, ne? Also hässlicher geht's wohl kaum, oder? Castlevania 2 ist noch am schönsten, glaube ich. Grafisch. Aber das hier? Und das? Ich glaube, Castlevania 3 ist noch hässlicher. Was heißt, ich glaube? Ich habe es eben getestet, bevor ich das hier angeschmissen habe. Habe ich meine Cards sauber gemacht. Und habe ich dann geguckt, läuft alles gut und so. Und dann habe ich Castlevania 3 angeschmissen. Im ersten Screen direkt habe ich gedacht, oh Gott, sieht das hässlich aus. Oh, nee. Nicht das Messer. So, die kann man übrigens auch cheaten. Und zwar geht man hier hin, wenn man da Bock drauf hat. Und dann, ja, gehen wir weg, dann kann man nicht so machen. Zwischendurch werden wir trotzdem mal getroffen. So, und jetzt... Jetzt wollen sie es wissen, ne? Jetzt wollen sie es wissen. Jetzt wäre hier Holy Water nicht schlecht. Jetzt schieße ich die. Aber das muss man gar nicht tun. Weil mit dem Kreuz sind die sowieso scheiße einfach. Irgendwann wirst du nämlich sowieso getroffen. Von dem einen oder anderen, weil das ist hier ja nicht fair gestaltet. Also die laufen ja auch einfach in dich rein. Du hast nicht die hundertprozentige Garantie, dass du nicht getroffen wirst. Irgendwann laufen die einfach in dich rein und kannst du in deinen Iframes dich durch einen Typen durchlaufen und dich so positionieren, dass du, wenn du nach vorne guckst, direkt beide Typen vor dir hast. So, hier kann man die scheiß Fledermaus auch baiten, dass die von links kommt. Weil das will man eigentlich nicht, dass die von rechts kommt. Aber gut, hat geklappt. So, dass du beide Mumien vor dir stehen hast. Und dann musst du nur das Kreuz werfen. Und dann geht das durch beide, macht beide Male Schaden. Und zwar hin und zurück. Also ist sehr effektiv, du, sehr effektiv. Also hätte ich die im Handumdrehen auch so erledigen können. Das wäre sogar schneller gegangen. Und wahrscheinlich einfacher.
Aber falls man kein God-Gamer ist, habt ihr da die Möglichkeit gesehen, wie das auch geht. Ich habe natürlich die Axt eingesammelt. Die ist nicht so geil. Aber ich will mir Frankie auch nicht zu leicht machen, ne? Die Axt ist, glaube ich, sogar ganz in Ordnung bei Frankie. Für den Lehman, für den Igor. Jo. Und es. Guck mal, der ist nicht mal ein Problem, da läuft man einfach durch. Gar kein Problem für den Godgamer. Ich glaube, hier ist ein Messer drin oder so. Ja. Hier ist ein Fleisch drin. Das will man haben. Bin ich voll? Jo. So, den nächsten kann man, ohne getroffen zu werden, skippen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich versuche mal, wie ich es in Erinnerung habe. Den hier jetzt. Okay, das ist sowas schon mal nicht. Kriege ich den, dann kann ich noch mal ein paar Herzen. Komm. Treffe ich ihn überhaupt am Kopf? Na, jetzt treffe ich ihn am Kopf. Dankeschön. Säckchen Gold. So. Easy. Ja, gar kein Problem mehr. Für einen God-Gamer ist das überhaupt gar kein Problem. Ich muss sagen, Frankie Boy ist der heftigste Boss für mich. Der ist heftiger als der Tod. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mal gucken, ob sich das in diesem Playthrough auch bewahrheiten wird, dass der heftiger ist als der Tod. Kommt er jetzt schon, ne? Ja, kommt jetzt schon. Und die Axt würde ich, glaube ich, gerne behalten, weil die finde ich ziemlich gut für den Tod. Ohne, dass man zu sehr cheatet. Holy Water kannst du direkt am Anfang der Stage einsammeln, wenn du Bock hast, Metal Blade gegen Metal Man zu benutzen, dann kannst du das machen. Aber ansonsten eher weniger. Shit, kriege ich nicht mehr. Gab's den hier auch noch mit? Nee. Hier gab's auch irgendwo noch, in dieser Stage gab's auch irgendwo noch ein Secret. Also so ein Geldsack. Also voll wichtig. Was hier? Nee, ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Das war auch richtig geil, dass da nur ein einzelnes Herz drin war. Das ist verarsche hier, ne? An diesen hochgelegenen Punkten, dass da nur Herzen drin sind. Einzelne. Aber hier kann man kaputt machen. Ist da ein Hähnchen drin? Nicht. War es hier? Nee. Hä? Okay, habe ich anscheinend falsch in Erinnerung. War es woanders? Das scheint wohl woanders gewesen zu sein. Guck mal hier, so, der ist weg. Der ist wohl vom Screen gefallen oder so. Guck mal, den kannst du auch.
Spiel. Der hat keinen Bock vom Screen zu verschwinden, aber der kommt, der guckt immer mal wieder rein, sagt Kuckuck. Wie man mit einem Baby so macht. Sowas macht er. Und dann lacht Simon Belmont auf einmal mit einem Babygesicht. Sowas kommt dann, ne? Aber hier auf der anderen Seite, ja genau, auf der anderen Seite ist was. Man sieht übrigens, wann die schmeißen, nämlich wenn die dann kurzzeitig anhalten. Also ist jetzt nicht so eine große Überraschung. Was hier? Nee, auch nicht. Oha, da ist er wieder. Uff. Shit, da wollte ich das Herz haben. Und dann hätte es sich nicht mal gelohnt. Ist hier noch was? Ja. Manchmal ist das komisch. Oder ist es in einem anderen Spiel so gewesen? In einem anderen Castlevania, dass, wenn du die eine Seite schon geschlagen hast, dass das dann nicht mehr aufgeht komplett oder irgendwie so. Easy. Kommt auch gleich noch ein Fleisch. Hier? Nee. Im nächsten Raum vielleicht. Ja, ich glaube, da oben rechts in der Wand ist das Fleisch. Jetzt wird es doch wieder sehr einfach, glaube ich, beim Tod. Weil wir zwei haben. Zwei von den Äxten. Das kann man sich auch holen, wenn man Bock drauf hat. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Easy. Guck mal, und 80 Herzen. Also der Tod, wenn ich beim Tod verliere, ist das eine echte Gamer-Gottschmach, du. Easy, hast du das gesehen? Profi-Gamer mal wieder am Start. Am besten gar nicht springen. Oha. Geil. Jetzt kommt er aber wieder, oder? Oh nee. Okay. Das war noch ein unnötiger Treffer. Übrigens, kann ich auch noch mal kurz erwähnen. Je weiter man kommt, desto mehr Schaden machen die Gegner. Das ist die Idee vom Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel anscheinend. Okay, das war komisch jetzt. Das ist die Idee vom Schwierigkeitsgrad in dem Spiel. Dass die gleichen Gegner, einfach nur weil sie später vorkommen, mehr Schaden machen. Guck, jetzt kannst du nämlich, wenn du die Axt hast, kannst du verlieren. Sag ich doch. Der Gamer-Gott hat verloren, du. Ich fass es nicht. Okay, dann können wir den jetzt einfach mal vernünftig machen. Also, richtig profimäßig. Sag mal und sammle das Kreuz an. Das ist kacke. Alles klar, easy. Ja, die machen mehr Schaden, weil sie einfach später im Spiel vorkommen. Weil
So macht man das Spiel gegen Ende hin schwerer. Also nicht durch Situation oder so wird der Schwierigkeitsgrad angekurbelt. Oder durch cleveres Arrangement der Gegner und so, sondern durch... Die machen jetzt mehr Schaden. Die machen die gleichen Attacken, sind genauso easy auszuweichen, aber die machen mehr Schaden. Easy. Guck es dir an. Guck es dir an. Was für ein Godgamer. Godgamer. Godgamer ist Godgamer. Alter, ich weiß nicht. Alter, was für ein Godgamer. Shit! No-Hit-Run verkackt. Uff. Bist du von meinem Bildschirm, dreckiger Kabaudermann. Interessant zu sehen, dass die Sensen sich nicht auflösen, wenn er tot ist. Ja, und wie man sieht, einfacher als Frankie Boy. Oha, es ist schon gleich vorbei. Also eigentlich würde ich hier meinen Teil jetzt aufhören, aber weil wir jetzt in der letzten Stage sind, machen wir noch weiter, oder? Dann machen wir noch weiter. Will ich nicht. Easy. Guck mal, das ist nur auswendig gelernt, die Stage hier tatsächlich. Oh, jetzt habe ich das Kreuz nicht mehr, aber kriege ich sowieso vor Dracula. Kann ich auch so machen. Muss ich die nicht abpassen. Und, oh ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht in dem kommenden Raum. Da ist die Uhr ziemlich gut, glaube ich sogar. Und zwar nicht den hier, sondern... Piu. Sondern gleich, du gleich. Piu. Endlich kann die Uhr mal glänzen. Und es... Okay, easy, easy geschafft. Okay, da wurde ich nochmal getroffen. Das war natürlich nicht geplant. Okay, dann eben nicht. Ja, und hier haben wir schon den letzten Boss. Ich mache ihn einfach mal so, ne? Mal gucken, wie das klappt. Ich kann ja mein Leben nicht mehr auffüllen. Das Holy Water, vielleicht sparen wir uns das auf. Okay, verkackt. Der ist easy, die erste Form. Die zweite auch, man muss den nur stunnen. Oh, oh shit. Ja, ich glaube, hier verliere ich jetzt. Hier will ich jetzt verlieren. Weil der, die zweite, mindestens die zweite Form, also spätestens die zweite Form wird mich nochmal treffen. Könnte vielleicht sogar zwei Treffer reinkriegen. Aber ich will ja nichts riskieren. Weil man muss seinen Angriff baiten. So war das, bis er hier den Exhibitionisten-Move hier macht. Und dann springst du da drüber einfach. Easy peasy. Wenn ich jetzt aber jetzt schon springen würde, dann schießt er das nach oben, du. Ich sammle mich ein. Ja, und das stunne ich den mit, damit mache ich dem keinen Schaden, aber kann ich den stunnen?
Oh, das war gut getimed. Sagt man, als wenn es gewollt war. Jetzt sterbe ich. Ja. Fast Würstrei wäre das gewesen, du. Fast wäre es Würstrei gewesen. So, ich hätte gerne aber ein bisschen mehr, Herzen. Ich glaube 20 oder so. Ja, eine Runde noch. Kann nämlich immer wieder runter und die Scheiße aufladen, wie man hier schon sieht. Ups. Heute habe ich es mit aufstoßen, ne? So. Und jetzt vernünftig. Voll mit. Wäre ich nicht getroffen worden, hätte ich den geschafft. Hätte ich den flawless gemacht, ohne Fehler zu machen, hätte ich den geschafft. Hätte ich den geschafft, hätte ich den geschafft. Na toll. Ich finde so Aussagen immer seltsam. Hätte ich nicht dies und das gemacht, hätte ich den geschafft. Guck mal hier, das ist richtig easy. Das habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit gestreamt. Oh, da habe ich schon. Den muss ich jetzt schon einsammeln. Sonst hätte ich in dem Kampf hier nämlich vielleicht noch ein oder zweimal das Kreuz benutzen können. Gegen Ende. Und wie wir sehen, da wo man ihn umbringt, haben wir ja gerade in der Runde davor gesehen, da verwandelt er sich auch direkt in die nächste Form. Also könnte man theoretisch auch abwarten, bis er ganz am Rand ist, oder? Ja, das ist schon nicht schlecht. Wieder. Ja. Weil er mich mit seinem Feuer getroffen hat. Sonst hätte ich den letzten Hit tanken können. Es hängt immer darauf an, wie geil der einen trifft. Man kann auch unter dem durch. Da muss man aber hoffen, dass man das richtige Pattern kriegt. Also das richtige. Den richtigen Sprung. Und dann ist es auch ziemlich knapp. Also im besten Fall. Wenn man natürlich jetzt Holy Water und 2 hätte, was nicht passiert, weil ich das Holy Water ja immer erst im Kampf einsammle, aber wenn man jetzt Holy Water und 2 hätte, könnte man den natürlich länger staggern und dann kann er wieder nichts machen und dann haben wir wieder Metal Man mit Metal Blade besiegt. Aber ja, deswegen glaube ich, ist das sehr gut, wenn man den relativ weit am Rand in die zweite Phase boxt. Und am besten in der ersten Phase gar nichts verlieren, dann hat man natürlich noch ein bisschen bessere Chancen. So. Ah, da habe ich es wieder. Ich sag das immer so, aber benutzt das Holy Cross dann ja doch nicht, ne? Wenn man auf 60 FPS spielt, dann sieht man den auch flackern. Wenn man es jetzt aber nicht auf 60 FPS hat, kann das auch sein, dass der unsichtbar ist und dann in dir auftaucht. Wenn man zum Beispiel mit einem kotigen Emulator spielt oder so. Ich sage extra kotigen, weil es gibt da ja auch gute. Weil das ist das Gute.
Oh, guck mal, jetzt habe ich die 2. Habe ich nicht gekriegt. Dachte, ich krieg die. Aber hat gereicht. Die 2 habe ich gekriegt, weil ich alle 3 Feuers und ihn selbst noch getroffen habe. Und ich glaube, pro Hit. Deckt das? Keine Ahnung. Deswegen habe ich schnell die Punkte erreicht oder die Treffer, wie auch immer, die man mit der Subweapon kriegen muss und deswegen... Das hätte es jetzt noch ein bisschen einfacher gemacht, aber hat ja auch so geklappt. Easy peasy. Wie man sieht, Castlevania 1, einfaches Spiel. Und ich kann ja so viel sagen, ich habe gewisse andere Spiele gespielt, jetzt ohne etwas vorwegzunehmen, andere Titel hier. Aus diesem Franchise und ich muss sagen, wo ich jetzt Castlevania 1 im Nachhinein gespielt habe, uiuiui, Castlevania 1, Alter, was für ein Highspeed, was für ein Highspeed ist der denn unterwegs? Der Simon Belmont, da kann sich Sonic aber echt warm anziehen, du. Da kann sich Sonic echt warm anziehen. Wenn er da Schallgeschwindigkeits-Belmont sieht. Ja, das war's. Und jetzt gibt's NG Plus mit den Punkten und der Subweapon, die ich zuvor auch hatte. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Erste Folge war etwas länger, als ich es vorhabe, aber davon sehen wir gegebenenfalls, vielleicht weiß ich da mehr, ne? Gegebenenfalls sehen wir davon noch ein paar weitere Episoden, wo ich denke... Das ist gleich vorbei, komm, da wird die Folge ein bisschen länger. Das ist gleich vorbei. Alles klar. Bis denn, tschüss.